aber Profil. Ich glaube, dass wir analog die Welt nicht retten werden. Das ist eine romantische Illusion, aber ich denke, das geht nicht. Der Zug ist abgefahren. Nur man muss jetzt auch nicht allzu dynamisch digitalisieren. Ich finde, man kann sich was Privates, ein bisschen was Privates noch aufhalten und ganz lebensnah, hautnah bei sich bleiben. Das, was keinen anderen was angeht. Ich stirb analog, ich stirb analog, weil ich ums Verrecken nicht ewig alt werden mag. Ich stirb analog, ich stirb kein Cybertod, weil man in seinem Digital, sag ich, viel zu wenig Arbeitsspeicher hat. Es gibt da so Plätze, an denen man lebt, da wo man richtig eintaucht, wo man alles aufsaugt, wo man am Ende an jeden mit dem Namen kennt. Und egal wo er herkommt und was er macht und wie schräg er drauf ist. Und das sind dann die Sachen, über die man später seine Kindergeschichten erzählt. Das ist meistens eine sehr lebensintensive Zeit, weil man auf Menschen zugehen kann. Und das verbindet dann auch manchmal mit einem Viertel in irgendeiner Stadt auf irgendwo. Dann bist endlich im Westen, wo jeder lebt, so gut er kann. Und ein halber der Mond erwärmt dich stärker als wir Sonne drüben im Westen. Ja, das ist gerade eine sehr spannende Zeit für mich. Ich fahre wieder LKW, wie damals vor 35 Jahren als Student auf der Drehscheibe. Außer, dass mir das Kreuz ein bisschen mehr weh tut. Aber es ist alles wieder offen. Ich spiele die Songs mit drei guten Jungs und schaue nicht selten dabei auf mein Leben. Überleg mal, wofür bist du damals angedreht? Was hast du retten können? Was hast du für Kompromisse gemacht, auf die du nicht stolz bist? Und dann geht's da oft so nach dem Konzert, reden die Leute an und die verstehen das. Die wissen, was du meinst. Oder sie wissen, was du meinst und sagen, sie täten es anders machen. Und das ist genau das, worum es geht. Also mehrer ist es nicht. Musik machen. Der Blattlinger schreit, er pressiert sich mächt gut. Weil sei alte daheim träumt von einem Leben zu zweit. Auf der Drehscheibe um eins in der Früh kannst das Leben durch ein Brennglas sehen. Eine gute Stunde später kommt der 409. Vier Leute steigen aus und müssen noch bis um 4 bleiben.